Leute, hier lernt ihr aus Erfahrung. Hier bin ich zum großen YouTuber geworden. Ja, nee, das hier geht's gar nicht, weil darum habe ich Nico kennengelernt. Das ist nicht so schlimm. Hier, Tim habe ich erstmal hier getroffen. Das war eigentlich so, das war das erste Mal so, habe ich ihn getroffen. Ging dann halt weiter. Kenny bitte, K. getroffen. Bitte den Stream von Kenny K. Da ja, kriege ich Ohrenschmerzen. Ich denke, das ist eine Niederlage für Tim. Ja, auch nicht so spannend. Aber ja. Ah! Ah! Ja, hier ging's los! Erste. Oh, ach du Scheiße, das ist viel zu laut, Leute. Das ist viel zu laut. Achtung, warte, ich muss bei euch. Das ist übrigens so laut, weil halt dort die Party war. Und das war überkrass. Das war die erste Aftershow-Party sozusagen. Das erste Mal, dass wir halt dort so waren. Danach waren wir auch nochmal am Bootshaus, kommen dann später auch noch. Alter, da ging das ab. Wir haben eins nach dem anderen, haben wir hintergebechert. Ihr könnt es euch echt nicht vorstellen. Das war wirklich so. Wir haben davor schon was getrunken, dann dort noch was getrunken. Wir waren sowas von hart und es war so geil. Das hat so viel. Findest du es nicht cool? Ja, der Abend war geil. Du kannst es echt nicht vorstellen. Nee, es ging gar nicht. Nee, wobei eigentlich so krass betrunken war ich nicht, aber es war einfach an sich ein geiler Abend. Dort entstand die Anti-Fire-Golden-Allianz. Ohne dass ich davon Bescheid wusste. QNV hat einfach ein Bild mit mir gemacht und mit einem anderen Typ gemacht. Und da stand halt Anti-Firegolden-Allianz drunter. Und erst dann wurden wir halt auch von Firegolden blockiert. Weil Tim das sozusagen ins Leben gerufen hat. Ehrenlos. Alter, da wilde Zeiten. Das ist übrigens Robin. Johnny kennt ihn zum Beispiel. Robin, cooler Typ. Da hinten ist China. Okay, ja, das ist nicht so spannend. Und Tim ist halt wirklich 10 Meter groß. Viele denken so, der Herr Tim, der sieht nur so aus. Der ist 10 Meter groß. Guckt euch doch mal an. Guckt ihr mal den an und guckt ihr dann Tim an. Ich meine, wir reden jetzt nicht darüber, dass Tim sich auf so einen kleinen Absatz da gestellt hat, damit er größer wirkt als der. Trotzdem, er ist einfach riesig. Und das sah schnucklig aus. Tim sieht immer schnucklig aus, viele wissen das gar nicht. Diese Quali, ist das dieses neue 4K? Hallo, du musst dir das mal vorstellen, das Ding ist einfach, ich wackel die ganze Zeit, ich kann generell nicht. Also, wenn ich eine Story aufnehme, wackelt die automatisch, weil meine Hand zittert halt die ganze Zeit. Ich habe wahrscheinlich einen Tremor. Man kann auch ohne, man kann auch Spaß haben ohne Alkohol. Ja. Hä? Was ist denn das für einer? Kann man jemand Jarosen bannen? Spaß, natürlich kann man Spaß haben ohne Alkohol. Man kann aber Spaß haben mit Alkohol. Oder man kann auch mehr Spaß haben. Wilde Zeit. Wie bitte? Ich bin ehrlich, ich hatte hier wirklich einen im Kasten. Hä, hey, das war voll geil. Da bist du abgelenkt vom Real Life. Hä, hey, wir waren schon zusammen. Hast du eine Marke? Ja, aber da war ich generell abgelenkt von allem. Das war was ganz anderes. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ohne Scheiß, du kannst dich nicht einfühlen in die ganze Lage. Ich habe dort so viele neue Menschen kennengelernt. Ich war dort mit Freunden, die habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe dort mich mit Leuten getroffen, die habe ich noch nie gesehen. Und wir hatten Getränke waren frei. Hallo? Es war alles kostenlos. Das war ein Abend, den musstest du ausnutzen. Und generell die ganzen Tage, die waren Wahnsinn. Das war auch Überforderung für mich. Aber es war geil. Hey, hallo, ich war seit drei Jahren war ich nicht mehr im Urlaub. Wie oft warst du in den letzten 3-4 Jahren im Urlaub? Wahrscheinlich jedes Jahr. Also lass mich doch einfach mal wenigstens ein bisschen Spaß haben. Ja, was ist das für ein Gelapp? Du kannst das nicht vergleichen. Du kannst das null vergleichen. Du kannst, nein, im Prinzip kannst du nichts mit dem vergleichen, was ich da gemacht habe. Ja, wenn du eine Businessreise machst mit, hier für dein, keine Ahnung, mit Instagram oder so, mach. Aber jetzt sagst du wieder, ja, hier, dann gehe ich auch mal feiern. Und besauf mich und was ist nicht, was du dann dort alles machen wirst. Nur um das jetzt wieder schlecht zu reden. Ich werde dort ja wahrscheinlich, guck mich mal an, guck dir mal diese Fresse an. Da werde ich aber wahrscheinlich niemand abgeschleppt haben.
Vor allem, ich war auch zelten. Und? Ja, ich hatte halt Spaß. Man darf auch mal Spaß haben im Leben, oder? Oh nee, Leute, ohne Scheiß. Lachs, ja, aber schön, dass du da bist. Es gibt gerade Beziehungsstress. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausarten wird. Spieler Arbo, grüß dich ja kurz vorhin. Schwierig. Mach Schluss, schreibt Almani. Nein, ich mach nicht Schluss. Aber verstehe ich nicht. Verstehe ich euch. Das war halt eine andere Zeit. Du kannst, ohne Scheiß, du kannst dir das wirklich. Nee, kann ich auch nicht. Du kannst nicht in mich. Was? Weil ich in der Zeit in der Schule war. Du warst. Stimmt, Leute, das Beste kommt ja eigentlich noch. Leute, Leute. Es war Schulzeit, ne? Es ging die Schule wieder los. Und da ich halt einen Erzieherberuf ausübe, habe ich gesagt, ich bin auf einer Spielmesse. Und nachdem ich praktisch von der Gamescom wieder kam, hat ein Lehrer gesagt, na, wie war's denn auf der Gamescom auf deiner Spielmesse? Die dachten wahrscheinlich Brettspielmesse oder so. Aber das habe ich denen ja jetzt nicht weiter erzählt. Und da haben die mich, die haben mich dort freigestellt für den Zeitraum, weil die dachten, ich bin auf einer Spielmesse. Also, ich war ja auf einer Spielmesse. Das ist ja kein Scheiß. Dort gab es auch ganz normale Spiele, so Yu-Gi-Oh! Gab's genauso. Ich war auf einer Spielmesse. Ist durchgekommen, ich konnte dann halt zu Gamescom. Das wäre doch blöd gewesen, wär's. Ey, ganz ehrlich, wer das nicht sagt, ist doch selber dran schuld. Was ist, wenn ich jetzt sage, hier, ich bin auf der Gamescom, dort treffe ich mich mit Leuten, habe ein bisschen Spaß, wir gehen abends noch eins auf und zocken eine Runde. Das ist doch voll idiotisch. Zumal ich dort auch gar nicht weiter gezockt habe. Ne? Ich habe mich eigentlich nur mit euch getroffen, das war eigentlich das Geilste. Alter, das war zu nice, wirklich. Die Lehrer dachten einfach, ich bin nur auf der Spielmesse. 3 Tage lang, völlig in das Licht geführt. Das ist wirklich erfolgreich gedacht, das hätte mal Feiergrund ansprechen müssen. Aber er war ja selber nicht da und auf der Spielmesse. Wild. Alter, was für ein Geräusch. Hier genau, hier ging's los mit Anti-Firegoten-Allianz. Hier, Firegoten sollte Angst haben. Danke. Und danke. Oh ja, das, jetzt kommt meine Lieblingsstory, Leute. Hört euch genau an. Jetzt kommt Mr. Trashpack höchstpersönlich. Hier, Achtung, hört euch jetzt an. Jetzt wird's geil. Baku, ich grüß dich. Der Montag, gib mal ein Flashback, YouTube News mit Mr. Trashback! Alter, habt ihr es gehört? Der Montag, gib mal ein Flashback, YouTube News mit Mr. Trashback! Die haben sich alle so zereimert, ne? Ich hab das auch nicht gecheckt, dass ich echt sehr, sehr laut am Start war. Und seit dem Augenblick, glaube ich, fand mich dann Mr. Trashback auch nicht mehr so geil. Und ich frage mich immer noch, warum. Ganz ehrlich, das war ein ganz normales Gespräch. Klar, er hat mir jetzt nicht geantwortet, aber war ein gutes Gespräch. Tim, ich liebe dich. Absolut geil. Aber ganz ehrlich, schnuckelig ist er ja schon. Nur da war halt noch kein Vater. Jetzt, wo er Vater ist, würde ich da Angst haben, ne? Hätte ich immer Angst, dass er mal außersehen mir eine einschert. Das ist ja halt immer das Problem. Da war übrigens gerade ein Bladi. Stand gerade genau vor ich war gefühlt der Einzige, der das gemacht hat. Ich hab's angefangen, die haben mitgemacht. Im ganzen Club. Und wir haben übel lange gewartet übrigens, weil es ist von Hashtag die Story. Wir haben übelst lange gewartet, bis wir endlich mal dran kamen für ein Getränk. Verstehe ich nicht sowas. Ey, wirklich, da waren nicht viele, die dort anstanden, ne? Ihr seht es ja selber, hier 3, 1, 2, 3. Die kamen einfach nicht dahinter. Die kamen nicht dahinter, diese Schweine. Die haben mich gehasst. Zitat Mr. Trashback, verpiss dich. Ja, genau. Mr. Trashback, ich wollte hier nochmal einklatschen. Das fand er dann auch nicht so cool und hat halt gesagt, verpiss dich. Master Hello, grüß dich. Zu wild, zu wild. Ja, hier, ich wollte einklatschen. Ach du Scheiße. Zu wild einfach, ich hab's geschafft. Was geht ab, Berlin? Seid ihr gut drauf oder was? Alter, was haben wir denn da gemacht?
Das Ding ist halt, ab einem gewissen Zeitpunkt kriege ich auch nicht mehr mit, wann ich laut bin und wann nicht. Aber das war übrigens auch gerade Kuchen-TV. Der war so geil. Der ist weggenickt. Ohne Scheiß. Das war richtig geil. Die Story hat mir auch sehr gut gefallen. Der ist einfach eingeschlafen im Stehen. Der hat es nicht gepackt. Der hat es nicht geschafft, Leute. Dann habe ich natürlich auch gepostet. Bild zum Verlieben. Der hat es nicht geschafft so. Der stand und die ganze Zeit und dann haben wir später noch Fotos gemacht. Das war so lustig. Ohne Scheiß. Guter Typ. Ich hoffe, der hat sich irgendwann zu einer Story wiedergefunden. Jeden Tag ging's so los. Und das zeigt auch einfach, dass wir halt einfach gecampt haben bei der Gamescom. Das waren die wilden Zeiten. Guten Morgen! Egal was, so, war eine wilde Zeit. Gar Tanzverbot! Alter, wie ich hier Na, der Quincher als Sarah, sehe ich genauso. Kennst dich. Sehe ich genauso, eigentlich bin ich Quinchiger. Warte. Guten Morgen allerseits. Frühstück wieder beim Oschi. Die ganzen Tage, Leute. Die ganzen Tage habe ich gehaust wie ein Schwein. Wir haben dort gezeltet. 30 Minuten war es entfernt von der Gamescom. Mit dem Zug. Mit Bus und Zug. Das ist so asozial gewesen. Ich dachte, das ist ja gleich in der Nähe. Aber die haben ja wirklich, also Robin, den ihr immer mit gesehen habt, der hat einfach einen Campingplatz gebucht, der 30 Minuten mit Bus und Bahn entfernt war. Ich dachte, das ist gleich gefühlt daneben. So. Und dann haben wir dort gecampt. Es war sauheiß. Jeden Morgen habe ich mir einfach so Cornflakes ins Gesicht gestopft, in den Mund gestopft und dann mit Milch nachgespült. Schmeckt. Diese lästigen Biester, guck die an. Hier ging's los, ja? Das, meine lieben Freunde. Jetzt machen wir Vlog. Und hier haben wir, ja. Hier, Sarah kam direkt mit der Kamera auf mich zu, hat direkt erstmal gefilmt. So, und übrigens, hier hinten bin ich. Guck mich an. Ich hab's geschafft. Und der Trio war anders nervig. Trio, falls du das siehst, demnächst einfach mal ein bisschen anderses ADHS irgendwo einsetzen. Aber bitte nicht bei mir die ganze Zeit. Das war schwierig. Checkt einfach Sarah ab auf Instagram. Ja, auf jeden Fall Kevin! Ach du Scheiße. Erotisch wie immer. Hier, das war Vorglühen. Vorglühen vom Bootshaus. Bootshaus war auch wild. Bootshaus hat richtig gefetzt. Hier haben wir Tim, also Tim hat sich da eine Perücke gekauft, war auch nice. Dankeschön nochmal an Kevin, ne, dafür. Ich werde mir das gleich erstmal reinschrauben. Dankeschön. Hier habe ich Let's Exo, ne, auch ein Zuschauer von mir, beziehungsweise auch ein Abonnent und war halt auch schon öfter mal auf meinem Kanal. Dann hat er mich gesehen und hat so gesagt, der ist Let's Exo. Hat er gesagt, hier, grüß dich und so, und dann haben wir kurz geredet. Ja, und dann hat er gesagt, er will sich was zu trinken holen. Hab ich gesagt, weißt du was? Ich habe aus dem Osten Vita Energy mit dabei. Also die Energy-Dose, das ist keine Cola-Dose. Da habe ich gesagt, hier, scheiß drauf, kriegst du. Eigentlich wollte ich die mal probieren, weil zu dem Zeitpunkt habe ich die selber noch nie probiert. War aber trotzdem, war in Ordnung so. Hat er sich hoffentlich gegönnt. Ja. Gut, ansonsten so viel Spannendes gab es nicht mehr. Hier, das war dann Aftershow-Party. Auch mit Sky, bester Mann auf jeden Fall, sehr lieb. Und das war ungefähr, das war eigentlich jeder Abend. Ungefähr lässt sich das jetzt so widerspiegeln. Gut, ich glaube, ihr habt zu viel gesehen.